Und herzlich willkommen zur 22. Folge von German Carpeten Server Let's Play. Ja. Oh, das war falsch. Irgendwie so. So. Wer sind die ganzen Dinger hier? Haben die überhaupt irgendwas gemacht? Arschloch. So. Oh, hör dich, hört dort keins jetzt wieder. Ach, kam gerade an. Ah, kurz nach mir. Lol. So, ja, komm. Wir nehmen hier noch ein paar Blätter mit. Schmeißen wir die alle Löcher in den Ofen rein. Und die ganzen Holztreppen, also die ganzen Holzsachen hier mit dem Birchholz, schmeißen wir mal alles hier rein. Komm jetzt. So. So. Genau. Da waren wir. Die Blätter reichen echt lange. Ich dachte, die gehen viel früher in Geistdorf. Jetzt mal no joke. Na ja, gut, schwer abzuschätzen, aber ich würde mal sagen, so, ah doch. Aus zwei Blättern bekommt man ungefähr drei Rohstoffe geschmolzen. Das geht schon. Das geht schon. Das ist schon ganz. Das ist schon in Ordnung. Danke, danke. Ach, wir haben hier noch ein. Boah, Alter, wie viel haben wir denn noch? Da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Blätter. Weil ich will ja die Ofen gleich mal vollknallen mit Blättern. Nein, nicht zurückpacken, sondern. Hä? Ach, war richtig. Alles gut hier. So. Okay, uns gehen langsam die Blätter aus. Rinder. So, dann gucken wir mal. Dann sollte das jetzt ungefähr so passen. Wir haben sogar noch ein paar Blätter übrig hier auf der Seite. Dann klaue ich mal hier nochmal ein bisschen was und klatsch das mit auf die Seite, damit die Blätter hier auf jeden Fall komplett aufgebraucht sind. Dann haben wir ein bisschen Ordnung. Dann haben wir nämlich nur noch einen Typ von Blättern und können die für alles verwenden, was wir so haben und wollen und brauchen und tun und überhaupt und machen. So. Ja. Okay. Upp. Sehr schön. Sieht ja gut aus. Dann haben wir mehr als 200 Eisen. Das sollte erstmal eine Weile reichen. Bronze haben wir auch noch eine ganze Menge. Siehst du, können wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Bronze einbrennen können, einschmelzen können. Ah ne, falsch, da hatte ich ja, genau, da hatten wir schon alles. Bei Bronze hatte ich ja, da haben wir bloß noch 7 Stück oder so. Sollte passen. So, und dann können wir, wie gesagt, den Tunnel, den wir angefangen haben, neben unserem Feld, der Tunnel da, den weiter nach unten buddeln, baggern, kloppen, whatever. Ja. Auf das wir dann irgendwann mal Diamanten und Mese finden. Das wäre geil. Das wäre echt hart geil. So, der ist mittlerweile fertig. Sehr schön. Der ist auch gleich fertig. Sehr schön. Na komm. So.
Wunderbar. Okay, alle Öfen sind voll. Sehr schön, so muss das sein. Unsere Blattvernichtungsmaschine. So, du kommst noch da. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Du kommst noch. Achso, halt, nein. Nur einmal. Das andere brauchen wir ja. Beziehungsweise, nein, brauchen wir nicht. Wir verbrauchen erstmal unser Kupfer. Unser Bronze. Reicht für Werkzeuge erstmal aus. Das war. Ach komm, egal. So, sehr schön. Dann können wir jetzt direkt Tunnel weiterbauen. Verpflegung haben wir dabei. Gucken wir mal, wie tief wir eigentlich schon sind. Ach, siehst du, wir haben sogar schon Stufen gebaut. Sehr schön. Aua, aua, das tut ja weh. Oh Gott. Ey, wir waren schon echt voll weit und so. Ich hatte echt gehofft, wir sind ein bisschen weiter. Ah, gut. Ich glaube, wir brauchen definitiv noch mehr Fackeln. So, achso, diese S-Bahn-Zeppling habe ich jetzt hier noch. Die hätte ich auch mit in die Kiste räumen können. Naja, was soll's. So schwer sind sie ja nicht, da werden wir wohl kaum einfach an Erschöpfung sterben. Apropos an Erschöpfung sterben. Heißt jetzt hier noch was drin? Nee, okay, Taschen sind leer. Sehr schön. Moment schon mal, kann es sein, dass wir was falsch gemacht haben? Ne, doch, ist richtig. Okay. Warum haben wir denn hier eine Bauhöhe von 5? Okay. Und warum wird es so schnell dunkel? Wir haben da. Ja, haben wir die gerade die Kerze hingesetzt? Bin gerade ein bisschen confused. Was ist hier los? Was passiert hier mit mir? Oh mein Gott, Schotter. Und Sand. Natürlich. Wenn es hart kommt, dann wird es richtig hart. Mit Licht arbeitet es sich doch gleich viel besser. Gott, no, nö! Lass mich verarschen. Ey, wo kommt der ganze Sand hierher? Hier ist ja quasi eine Sandmine an der nächsten dran. Zumindest macht das so den Anschein. Easy. Ja, wow, das war. Was tue ich hier bitte? Na komm. Oh. Komm jetzt hier weg hier.
Na du? Diese Magierin. Ich glaube, fürs nächste Let's Play lasse ich meinen Hund erstmal einschläfern. So, alles an Land weg? Naja, fast. Ach komm jetzt. Sehr schön. So. Können wir das mit der Höhle weitermachen? Mit dem Weg da unten? Müssen wir gucken, wie die Flucht überhaupt ist. Also das ist richtig, das kommt das, dann kommt das hier. Perfekt. Beziehungsweise ich hoffe, dass das perfekt ist. Wenn nicht, dann geschollen. So, Hütte K1 ist wieder von dannen gegangen. Licht machen hier. Wird zunehmend dunkler. Was sich als eher suboptimal herausstellen dürfte. Nein, unsere Spitzhacke ist kaputt. Wir werden sterben. So. Ich war echt gespannt, wie lange wir brauchen werden, um hier auf einen einigermaßen, ja, auf eine einigermaßen tiefe Ebene zu kommen. Weil wie gesagt, wir werden mindestens auf eine Tiefe von 1024 gehen müssen. Und das ist erstmal eine Hausnummer, das musst du erstmal schaffen. Da werden wir definitiv noch ein Stück buddeln dürfen. Ich meine, wie gesagt, wir hätten natürlich auch eine vorhandene Höhle nehmen können. Zum Beispiel diese große Höhle, die wir da gefunden haben. Hier bei unserem Unterwasser-Dingster-Buchse da. Aber ich würde doch schon, wenn wir so als. Das soll eine Höhle sein, die ein bisschen permanenter ist. Und die sollte dann auch schon ordentlich einen Eingang haben. Das heißt, wir hätten dann bei der vorhandenen Höhle erstmal einen ordentlichen Weg bauen müssen, richtig schön, wo man richtig schön bequem runter kann. Und ich glaube mal, ja. Da bauen wir lieber gleich von Anfang an eine ordentliche Höhle. Sind zwar definitiv besser mit bedient. Oh, schau, vielleicht stoßen wir hier ja sogar noch mal auf eine andere Höhle, wo wir noch mal ein bisschen Mineralien, Materialien rausholen können. Was natürlich geil wäre. Alter, wie schnell es immer dunkel wird. Wow, genau, natürlich, genau. Ach komm. Dahin. Unser Apfelvorrat nimmt langsam ab. Nein.
Ja, das ist halt jetzt, eben diese Bronze-Spitzhacken, die sind zwar genauso stark, glaube ich, wie Eisen, halten aber wesentlich kürzer nur. Und das merkt man halt natürlich auch, klar. Wie gesagt, ich bin sowieso gespannt, weil das MyTest-Dev-Team, das möchte ja die Waffen nochmal rebalancen und dabei natürlich auch diverse Sachen abschaffen, komplett. Das heißt, Alter, ist schon viel drum geredet, ist doch nicht mehr normal. Das heißt, solche Sachen wie Kupfer und Bronze kommen wahrscheinlich sowieso raus, früher oder später. Ade. Und schon wieder mehrere Sachen gleichzeitig. So, eigentlich müssten wir jetzt auch wieder hier gleich direkt wieder alles abgraben, ne? Machen wir auch. Wir haben kein Holz dabei, oder? Nee, haben wir nicht. Na gut, dann müssen wir mal den mit Pflasterstein machen. So, der auch noch. Dann die beide. Und dann kann ich da noch mal eine Fackel ransetzen, damit es ein bisschen heller wird. Sehr schön. Also Sandprobleme haben wir dann definitiv keine mehr. Sand haben wir echt mehr als genug. Heute irgendwas gerade nicht hin. Ah, ja, hier ist eine Kante. Jetzt hast du es auch mit der Fackel hin. Das Witzige war, die Fackel hat sich falsch hingesetzt, aber dadurch, dass die Wand auch falsch war, hat sich das falsch und falsch ausgeglichen. Und jetzt, nachdem die Wand korrigiert war, ist es jetzt ist die Fackel jetzt auch richtig. Und der nächste Joint. Das heißt, wir können hier nochmal ordentlich runter. Ich meine, wäre natürlich cool, wenn wir auch mal richtige Höhlen finden würden und nicht immer nur so eine Dinger hier. Also, ne? Ich meine, jetzt haben wir zwar schön viel Sand, aber Mineralien wären halt doch ein bisschen besser. Außerdem kann man Höhlen immer schön erkunden. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir richtig schöne Dungeon finden würden. Das wäre natürlich schon wieder, Alter. Also langsam wird es langweilig.
ja. Alter Schwede. Du hast ja gerade erst gesagt, ne, wir finden, wäre schön mal richtige Höhlen zu finden oder Dungeon und so. Und meint das so? Nope. Eher nicht so. Du, JK, hat beim Spawn das Recht gegeben bei Interview da, oh Mann, neu rankommen. Also startet in Protect-Liste reingetragen und hab einen Weg. Was? Du, JK1, hat bei Spawn das Recht gegeben. Bei Interview da, wo man neu reinkommt, also Start in Protection Liste reingetragen und hab einen Weg gebaut. Boah, also ich glaube, ich weiß, was sie uns schreiben möchte. Und zwar, dass JK1 sie im Spawn-Bereich eingetragen hat und sie da jetzt einen Weg gebaut hat. Aber bei dem Satz weiß ich echt nicht, ob das wirklich das ist, was sie uns sagen möchte. Alter Schwede. Also, Leute, ich weiß, ne, beim Chatten muss man nicht so auf die Rechtschreibung achten wie jetzt beim Deutschdiktat. Aber ich meine, versucht, um es jetzt mal mit den Worten von Kuronon zu sagen, versucht nachzudenken. Lol. Ja, gut. So, haben wir die Höhle ja auch gleich wieder ausgehöhlt. War ja keine Höhle, war ja eher so ein, ja, wie auch immer man das nennen mag. Alter, jetzt ist sogar die Schuppe schon wieder leer. Meine Güte. Wir haben jetzt so hohen Schippenverbrauch. Haufenweise Kies, Alter, ja. Dann würde sich unser Lager aber echt freuen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir Kies als so eine großen Kisten haben oder als Viererkisten. Weil ich glaube mal, wenn Kies in so ein Viererkisten wäre, dann wäre das schon wieder ganz schön schnell voll. So viel, wie wir davon finden. Ist ja hier schon beängstigend. Und es ist schon wieder dunkel. Tja, unsere erste Fackeltour ist damit gleich zu Ende. Ich würde mal sagen, sobald die Fackeln vorbei sind, hören wir dann auch erstmal wieder auf. Mit Höhle. Dann gehen wir erstmal wieder hoch, verstauen die ganzen Sachen und dann ist ja auch schon bald wieder Folgenende. Ne? Holy moly, ey. Hey, bin ich ja mal gespannt, wie lange wir noch an dieser Höhle gegraben werden. Wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Vor allem, wenn wir, wie gesagt, wirklich, ja, bis Tiefe 1024 vorgraben wollen. Ich werde es wahrscheinlich aber eh nicht an einem Stück machen, sondern das ist wahrscheinlich eher so eine mehrere, also eine, so wie wir ja bisher gemacht haben, dass wir das immer so mal so ein bisschen hier buddeln. Das reicht wahrscheinlich vollkommen aus. Weil, ich glaube, wenn wir hier nur derzeit hier buddeln würden, das würde so hart auf den Sack gehen. Also jetzt nicht nur euch beim Zugucken, sondern auch mir beim Bauen. Wie gesagt, normalerweise, was ich mache, ist, ich klaue mir ein paar Leitern, also baue mir ein paar Leitern, buddel mich gerade nach unten und das sind dann Leitern. Easy. Wobei wir sowieso gucken müssen, wie wir das machen, weil ich meine, bei einer Treppe von 1000 Blöcken ist ja nicht nur das Problem, dass die ellenlang ist, sondern dass wir da natürlich dementsprechend auch extrem lange brauchen, um hoch und runter zu laufen. Also, ne, das ist ja hier, darf man ja auch nicht vergessen.
dass je länger der Weg ist, desto länger braucht man auch, um den Weg abzulaufen. Ist also nicht nur unsere Bauzeit, die in die Länge geht, sondern auch jedes Mal, wenn wir hoch und runter laufen, brauchen wir alleine für einmal hoch oder einmal runter jeweils eine Folge. Das heißt, wenn wir dann irgendwo oben sind und Diamanten suchen wollen, brauchen wir 4 Folgen. Eine Folge zum Runterlaufen, dann ein bisschen, ne, ein bisschen Diamanten holen, ein bisschen Meso holen und dann eine Folge wieder hochlaufen. Das wären Ausmaße, das ist schon, ne, ganz schön. Ich meine, war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich meine, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Das wird auf jeden Fall scheiße lang. Und die nächste Spitzhacke weg. Und noch keinerlei Ressourcen gefunden, außer hier Kohle. Das ist echt traurig. Das heißt, wenn wir nicht gerade so eine Höhle finden, wie direkt da bei uns da am Wasser, dann sieht es auf jeden Fall so im normalen Gestein echt rar aus an Ressourcen. Das ist ja hier ein Träumchen, aber ein Albträumchen. Und es wird schon wieder dunkel. Ah ja, 2 Fackeln noch, dann haben wir es. Wobei wir müssen auch noch den Weg wieder nach oben bauen. Ich glaube mal, dann ja, hören wir bis jetzt gleich auf und fangen langsam wieder an, den Weg nach oben zu bauen. Werden wir auch noch eine Weile zu tun haben. Keine Ahnung, wie viele Pflasterstellen wir dafür jetzt brauchen. Ich nehme einfach mal 80. Ich hoffe mal, das reicht. Wow, fängt gut an. Fängt super gut an. Was ist los mit dir, mein Test? Bist du ein bisschen auf Drogen oder so? Oh, also langsam, ne? Also langsam ist aber hier gut, ne? Danke. Oh. Zu Ehren ist da. Sovin oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Mein Test, was willst du von mir? Ich habe Frauen und Kinder, töte die. Ja, da bellt sogar der Hund gleich wieder. Das ist ein Kampfschrei. Lalalala, lauf mir nicht durch die Kamera. Das irritiert. Denk doch, du bist ein Creeper und greif dich an. Da wird deine Holzrüstung auch nicht viel helfen. Die wird durchgebuttert wie Salami. Okay, Holz und Diamant. Ist jetzt nicht das, was man alle Tage sieht. Das Stärkste und das Schwächste zusammen kombiniert ist natürlich powered bei Gegensätze ziehen sich an, aber okay, ich sag mal so, typisch ist das auf jeden Fall nicht. Nein. Warum tust du das? Meint jetzt hat was gegen Programmierer, ich schwör's. Seitdem ich gesagt habe, ich mag Vocaloids, ja, ich bin der größte Tsunemiku-Fan, seitdem verarscht mich meistens nur noch nach Strich und Faden. Wird nie jemand erfahren. Ups. Okay. Karma kommt sofort. Danke dafür. Dich. Du Arschgesicht. Digga, wie viele brauchen wir denn noch? Wie ist er? Boah, Alter. Ups, die haben wir noch gar nicht ausgebaut. Interessant.
So, dann machen wir mal hier einen hin und da einen hin. Das passt dann auch schon. Reicht. So viele. Eins. Zwei. Oh! Schau mal, da hilft einer mit. Ab nach Hause! Yay! Oh! Yay! So! Oh doch, der Weg ist noch relativ kurz. Nice. Ja, das heißt, in der nächsten Folge auf jeden Fall gleich mal wieder Feld abtragen. So, wir nehmen auf jeden Fall mal unser Kupfer in die Hand. Achso. Ja, was denn jetzt? Genau. So, du kommst einmal da rein. Und du kommst du da rein. Easy. So, jetzt laden wir mal alles aus, was wir hier so in den Taschen haben. Du kommst da rein. Ja, das ist eine ganze Menge. Und du kommst da rein, du kommst da rein. Du kommst da rein, du kommst da rein. Oh Gott, Alter. So viel Gestein. La und la. Oh, gut 3000. Easy. No problemo. So, okay, Kies haben wir doch da oben. Ja, dann dürfte es also doch ganz schön bald ganz schön voll werden. Oh, schon mehr als ein Drittel. Aua, 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 das tut weh. Silbersand. Da unten. Okay, das wird auch schon relativ schnell voll. Haben wir jetzt schon fast mehr als die Hälfte? Ja, wir haben mehr als die Hälfte. Wow. Z-Escalate Quickly, würde ich mal sagen. Oder auf Deutsch, das war ein Quickie. Sorry. Kommt nie wieder vor, ich schwör's. Ja, das Ding kommt da unten in die Küste. Das Ding bleibt bei uns und da brauchen wir noch ein paar Blätter. Weil wegen Baum. Danke. So, so. Gut, dann würde ich mal sagen, hier noch schnell das Ding rein. Dann noch schnell Bronze machen und die Bronze dann oben reinschmeißen. Das heißt, einmal ihr in einem Ring und dann du noch und dann alles und dann gib ihm. So. Du auch noch mit da rein. Und die Blätter wieder da rein. Und dann haben wir alles. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's. Und dann würde ich mal sagen, jo, das war's für diese Woche. Wir haben soweit relativ gut was geschafft. Es ist eine gute Idee. So. Und dann würde ich auch mal sagen, ja, wie gesagt, Schau mit V. Draußen fahren jetzt natürlich auch 30 Sportwagen vorbei. Klar, kein Problem. Easy. Tschüss.